Ja, Mahlzeit, Freunde, und herzlich willkommen zu einem Messervideo. Ich habe hier über Umwege und über ziemlich viele Hände ging es hier schon in Deutschland bei einem Messer-Partheron vom Arthur Brehm ein Messer zum Anschauen reinbekommen, denn das war hier gerade in der Nähe beim Benny in St. Georgen und dann hat er mir das mal auf die Schnelle zukommen lassen, damit ich das auch mal anschauen kann. Ein richtig großes, schweres Outdoor-Messer, ne? Bei diesem großen, schönen Messerchen handelt es sich um das Pathfinder Scout Knife vom Pathfinder Store von Dave Canterbury. Der hat das hier dann nochmal ziemlich bekannt gemacht. Und das ist noch aus der Schmiede von Blind Horse Knives. Die gibt es ja inzwischen so nicht mehr. Das waren ja zwei Geschäftspartner, ne? Der LT Wright und der Dan Coppins. Die haben 2007 diese Firma gegründet, Blind Horse Knives. War aber von Anfang an schon getrennt aufgestellt in zwei verschiedenen Geschäften in Ohio. Ne? Der eine, der Wright, hatte in Wintersville seinen Shop und der Coppins in Cambridge. Und ja, wie das so oft ist, gehen dann halt manchmal die Interessen ein bisschen auseinander und irgendwann wurde diese Firma aufgelöst und die beiden Geschäftspartner haben sich mit eigenen Manufakturen selbstständig gemacht, ne? LT Wright Handcrafted Knives und der andere hat aus Blind Horse Knives Battle Knives gemacht. Die haben auch nach wie vor für den Online-Shop von Dave Canterbury solche Modelle produziert und ja, man müsste einfach mal bei YouTube googeln, da gibt es inzwischen, die haben eigene Kanäle und da gibt es interessante Dokumentationen über deren Shops, aber als sie noch Blind Horse Knives waren, hat sogar CNN mal eine Doku darüber gedreht, waren dann eigentlich im ganzen Land bekannt, haben alle 50 Bundesstaaten beliefert und das ist eins dieser großen Messer noch, als es noch Blind Horse Knives war. Ne? Kohlenstoffstahl, hab damit den schönen Flachschliff. Sau scharf, hat wieder einer gute Vordermann gebracht. Ne? Das Ding ist ja jetzt schon seit Monaten in Deutschland unterwegs, in diesem Pass-Around. Darum werde ich das auch nur mal kurz in die Kamera halten, denn wer da mehr dazu sehen will, kann da einfach mal ein bisschen bei YouTube suchen. Ne? Das hatten schon einige vor mir in den Händen. Apropos Händen, das Ding ist ein Riesenklopper. Wie ihr hier seht, ne, das ist bei mir fast ein Zweihänder. Ne? Also ich kann den fast mit beiden Händen halten. Also ein riesengroßes Messer, was natürlich auch geil ist, wenn man dann, ne, so hinten ein bisschen hacken will. Hat das bestimmt eine gute Hackwirkung. Voll das riesenfette Teil. Kommt hier mit so einer riesigen Ledersteckscheide. Schön genietet aus einem Stück. Schön auch noch mit Feuerstahlschlaufe hier dran. Nichts Besonderes, aber gut. Steckt drin. Lose. Das Gewicht ist auch recht schwer, aber ich meine, wenn das senkrecht am Gürtel getragen wird, das ist so ein schwerer Klopper. Der fliegt dir nicht so schnell aus der Tasche raus. Ne? Ja, auf jeden Fall interessant, da es halt noch ein Blind Horse Knife ist und alles, was dann mal rar wird, steigt eher im Preis, anstatt dass es billiger wird. Ne? Eine gute Reputation, künstliche Verknappung, hohe Preise, alles gute Komponenten für Langlebigkeit und vor allem auch für einen Werterhalt. Ne? Mit dem Lanyard hier drauf. Ne? 310 Gramm. Ganz schöner Klopper. 440. Cm, hier eine kurze Stelle, hier runter schon fast 15 cm,
Nutzbare Schneide, genau, 13,4. Gesamtlänge 27,3. Also ganz ordentlicher Klopper hier. Schönes Mikada runter poliert. Saubere Übergänge hier, auch diese zweiteiligen Nieten sind sehr schön gemacht. Lanyard Hole. Und wirklich ein Riesengriff, auch für die größten Hände geeignet. Hat inzwischen so eine schöne Patina bekommen. Wirklich klasse. Also gerade mal zum Vergleich, mein fränkischer Kampfklopper 42 Colt, ne? Da wirkt der ja richtig klein dagegen, ne? Ja, auch nicht gerade ein kleines Messer, aber dieses Blind Horse Scout Knife ist doch noch mal eine Nummer für sich, ne? Das sind halt solche, das müssten eigentlich so dann diese 6 Inch Klingen sein, oder was haben wir gesagt, 14, ja, 4 Inch sind 10. Naja, 5 Inch. Ne, 5 sind 7. Ne, 6. So 6 Inch Klasse. Ne? 5 Inch sind ja so 12,7. Also so ein 6 Inch Klingenmodelle. Ne? Die sind für draußen schon ordentlich brauchbar. Ne? Da kannst du mal ein bisschen Holz mitmachen. Ne? Dass wir hier knapp unter 5 Inch sind mit 11,9. Das hier schon ein brutaler Klopper mit fast 15 cm Klinge. Cooles Teil. Hier ist noch das Blind Horse Logo drin. Drunter ist eine 0 oder ein O. O-Stahl, O1 Stahl oder 0, 0er Serie. Keine Ahnung. Auf der anderen Seite haben wir das Pathfinder School Logo, ne, vom Dave Canterbury. Kennt man ja. Werden wir alle relevanten Links drunter hängen. Könnt ihr mal ein bisschen nachlesen, was die Firmen heute so bauen. Die Materialstärke sieht aber noch ganz moderat aus. Ne? 3,8 mm. Ah, ja, der fränkische Kampfklopper, ne, legt hier mit 5,1 vor. Ja, das ist hier meine Antwort auf das Blind Horse Knife. Ja, aber immer schön, wenn wir mal über den Tellerrand rausschauen und mal was ganz anderes in die Hände kriegt zum Anschauen, Ausprobieren. Ja, amerikanische Handarbeit, ne? Ich glaube, letztens war der Chris Tanner von Prepare Mind 101 beim LT Wright Handcrafted Knives in der Werkstatt und hat dort gefilmt. Müsst mal bei ihm im Kanal schauen, da könnt ihr auch sehen, was aus der Nachfolgefirma geworden ist. Wie sie da noch Messer in Hand produzieren. Videokanal vom Arthur habe ich auch drunter verlinkt, da müsst ihr auch mal schauen und nach Blind Horse suchen. Er hat auch ein paar Videos dazu drin. Oder sonst einfach mal, ich glaube, er hat auch irgendwo, muss ich mal gucken, ob er eine Playlist oder irgendeinen Verlauf angelegt hat, wo man die anderen Videos noch anschauen kann von dem Messer hier auf dem Pathfinder, ne? Ja, dann sage ich schon mal danke fürs Reinsehen, bewerten, kommentieren. Heute mal ein großes Outdoor-Messer aus Amerika. Noch ein nicht mehr erhältliches Original Blind Horse Dave Canterbury Outdoor Scout Knife. Okay, ich trinke jetzt hier meinen Kaffee leer, bevor er kalt wird. Und ich wünsche noch einen schönen Tag da draußen. Ne? Schreibt doch mal drunter, was euer liebstes, großes, fettes, schweres Outdoor-Messer ist. Okay, Leute. Ciao. Macht's gut. Bye. Bis zum nächsten Mal.